Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Death Stranding. Ja, da ich wieder arbeiten bin, wird jetzt die Woche nur ein Video pro Tag kommen. Aber ich denke, das ist nicht allzu schlimm für euch, denn ich habe ja schon eine ganze Menge am Wochenende gemacht bei meinem kleinen Death Stranding Marathon. So, und ihr habt natürlich eine Menge sehr schöne Kommentare da gelassen. Zum Beispiel Andreas Beller schrieb: Die Mission nach Port City war nicht auf Zeit, sondern die kleine Mission, die du zuerst gemacht hast, als du losgegangen bist. Ah, da sind mir schon die ganzen Augen aus dem Kopf gefallen, weil ich dachte wirklich, die Mission, wo ich zum Hafen gehen musste, in meinen Port Nummer 8, dass das auf Zeit geht, aber war nicht so gewesen. Naja, habe ich vielleicht ein bisschen zu viel rumgeflucht, das tut mir leid. Andreas Beller, danke für den Hinweis, kriegst einen Daumen nach oben von mir. So, Pete Seiter findet meinen Spruch, komm mal nach Köln und Galgen, dunkle Seiten, Jasse, dann zeig ich dir, was ein fairer Kampf ist. Er findet den Spruch sehr geil von mir. Ja, was soll ich sagen, ne? Seit ich, überlege, ich habe den Spruch irgendwie schon immer gebracht, ne? Ich habe den Spruch schon immer gebracht, seit ich in Köln wohne. Beziehungsweise, seit ich da diverse Nebenjobs angenommen habe. Ich glaube, da habe ich angefangen, diesen Spruch rauszuhauen. Naja, egal. So, wer kommt als nächstes? Ja, genau. Jennifer Meyer schrieb, gut, 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 gut. Viele Daumen nach oben. Und John Duck hat drunter geschrieben, nicht nur gut, 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 sondern sehr, sehr, sehr gut. Schreibt doch gleich, super grün. Das hat nämlich Chris Tucker in das fünfte Element gesagt. Der hat nämlich gesagt, super grün. Es ist nicht einfach nur grün, sondern super grün. John Duck schon wieder. Ah, okay, gut. Ich bin schon gespannt auf die erste richtige Wendung im Spiel, wo kaum einer mit gerechnet hat. Zum Beispiel, die Bösen sind in Wirklichkeit... Warte, nochmal vorne bitte. Ach so, ah, tut mir leid, ich bin gerade ein bisschen müde, da ich gerade von der Arbeit komme, tut mir leid. Nochmal vorne, zum Beispiel, die Bösen sind nicht wirklich böse oder so. Es ist ein Hideo Kojima Game, John, und da muss man auf alles gefasst sein. Ich sag nur, Metal Gear Solid 3... Die Mentoren von Big Boss, also Naked Snake, es wird ja zu Anfang des Spiels ja gesagt, okay, noch seid ihr die Guten und dann später heißt es nach der Wortless Mission 8, die läuft zur Sowjetunion über und ihr seid und sie ist die Böse. Sie ist die Böse, weil sie die USA verraten hat, aber in Wirklichkeit war das nur eine Finte gewesen, weil die USA jemanden gebraucht hatte, den sie halt den schwarzen Peter zuschieben können. Darum haben sie halt, The Boss, die hat ja auch ständig gesagt, Jack, erkennst du den Spruch, loyal bis zum Ende? Und sie ist ja für ihr Land gestorben, du musstest sie ja umbringen. Und bis zum Schluss hat sie das Ganze durchgezogen, damit halt die komplette Welt sagt, sie ist die Böse, aber in Wirklichkeit ist sie die richtige Heldin von Metal Gear Solid 3. Und, ah, das ist so mega deep und bitter. Oh, ich glaube, das werde ich dir noch unten in den Kommentaren schreiben. Wenn ich dazu komme, wenn nicht, dann habe ich dir jetzt... wenigstens mündlich darauf geantwortet. So, da wollen wir weiter mal hier die Mission fortfahren. Also, ich habe hier oben eine kleine Markierung. Ich weiß nicht, ob die bedeutet, dass hier oben die Hauptmissionen weitergehen oder ob ich doch lieber hier bei der Farm meine neue Mission annehmen sollte. Also eine Mission ist auf jeden Fall verfügbar, wie ich hier gerade sehe. Weil ich würde auf jeden Fall durch die Hauptmission durchrushen und das Spiel so schnell wie möglich fertig kriegen, weil jetzt demnächst noch eine Menge anderer Spiele kommen, wie Obelix und Asterix XXL3. Ich habe ja früher, habe ich die ja gerne gespielt, die Obelix und Asterix Spiele, ne? XXL1, XXL2, Mission Las Vegas, geniale Spiele. Jedi The Fallen Order will ich auf jeden Fall noch spielen, Pokémon Schild, das will ich auf jeden Fall noch spielen, Shenmue 3, Alter, das kommt jetzt ziemlich alles raus und ich will das alle spielen und ich habe so wenig Zeit wegen der Arbeit. Katastrophe. Ja, jedenfalls, mein Auto steht nach wie vor hier. Ich bin positiv überrascht. Und ich habe ein paar Likes bekommen. Das ist doch auch schon mal viel wert. So. Warte mal, warte mal, warte mal. Da ist gerade was aufgeploppt. Wollen wir mal nach vorne, bitte, warte mal. Nimm Auftrag für Sam an Verteilzentrum südlich von Lake North City. Warte, 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 warte. Warte.
Nimm Sternchen auf Trag für Sam an. Okay, hier geht also die Hauptmission weiter. Ja, dann ignorieren wir einfach mal den Typen hier unten und wir. Obwohl, je nachdem. Wo geht's denn eigentlich hin? Wo geht's denn eigentlich hin? Warte mal, warte mal, warte mal. Weil dann würde ich nämlich zuerst mal gucken, wo möchte mich der Bauer eigentlich hinhaben. Und dann fahre ich schnurstracks nach oben. Ja, sogar der Penner liegt noch da. Oh Gott. Okay, das wird also nicht alles auf Null zurückgesetzt, sondern das bleibt alles so, wie es ist. Okay. Hat der alte Psycho-Andreas doch recht gehabt, ne? Das bleibt alles so, wie es ist. Du Oberticke. So, wo willst du, wo muss ich langlaufen? Schieß los, Kumpel. Ach, der hat nur einen Standardauftrag. Nö, nö, nö. Ja, wenn das so ist, dann fahren wir direkt zum Sternchen hoch. Fahrzeug benutzen, so. Ja, howdy Partner, heute bin ich mal wieder. Heute bin ich mal wieder LKW-Fahrer aus Leidenschaft. Ich werde heute da hochfahren, warte mal. Nee, da hoch muss ich. Die komplette Strecke, alter Finne, sag mal, das ist ja. Na gut, dann werde ich aber vielleicht ein paar Anekdoten aus Metal Gear Solid so erzählen, ne? Damit die Fahrt nicht zu langweilig wird. Nee, das sind Berge, da komme ich nicht durch. Da ist einigermaßen eine Strecke. Da komme ich durch. Das sind Berge, das wird kacke. Ah, super. Warte, ich könnte erstmal die kompletten Markierungen alle mal löschen. Fehl gedrückt halten. So. Jetzt machen wir mal. Ich werde hier erstmal hier hinfahren. So, das ist mein Briefkasten. So, Zeitregen Unterstand. Hat irgendjemand platziert. So, dann fahren wir hier hin. Das ist sogar eine Brücke, sehr gut. Super grün. So. Ich hangle mich einfach an die Briefkasten entlang. Da ist einigermaßen eine Strecke und dann von dort aus hier hin. Und schon sind wir da. Perfekt. Jo, bin ich heute mal wieder LKW-Fahrer aus Leidenschaft, wa? Und die Partner, ich bin heute wieder LKW-Fahrer aus Leidenschaft. Ich kenne die Strecke in auswendig. Rückwärtsgang bitte. Sehr schön. Ja, ich kenne diese Strecke in auswendig. Ja, wir liegen ab und zu mal ein paar besoffene Typen rum, aber sollen wir nicht jucken. Vorne auftanken, ja, denn hier laden wir unser Akku wieder auf. Sehr schön. Ab und zu kommt es mal vor, dass wir ein paar seltsamen Leuten begegnen, aber das ist kein Problem. Mit dem werde ich fertig. Ich sag immer, wer nicht mit irgendwelchen kleinen Halunken fertig wird, der sollte auch kein LKW-Fahrer werden. Es passiert, dass man, wenn man in der Nacht schicht, wenn man in der Nacht ankommt und man Dock teilt bei Edeka an, das kann passieren, dass man überfallen wird. Und dass diese Möchtegern-Banditen, dass die gerne mal die Fracht klauen wollen. Eine Palette Dosenbier. Du kriegst ein Like von mir, Kumpel. Moment, Like hinterlassen. Aber sonst kein Problem. Für so eine Palette Dosenbier würde ich auch nicht mal ein Leben riskieren. Moment mal. Mitnehmen. Ich weiß, das Metallteil habe ich jetzt liegen lassen, aber egal. Mitnehmen. Wird hier aufgeladen. Zack. Was soll der Geiz? Bam. Ab und zu findet man auch ein bisschen verloren gegangene Frucht. Passiert halt. Aber so bin ich halt. Da lade ich halt diese Europalette von Aldi auf. Verkaufe die an Penny. Wer weiß, vielleicht wird halt Edeka manchmal auch ein bisschen was besser oder auch nicht. Habe ich noch nicht ausprobiert. Geschäfte mit Edeka habe ich noch nie abgewickelt. Nochmal das nächste. Ich denke, ich probiere mal mein Glück und werde das einfach mal zu Edeka abliefern. Weil, wie bereits gesagt, mit Edeka habe ich noch gar keine Erfahrung. Vielleicht bezahlen die auch nicht mal so verkehrt. Aber all die Ware an Penny liefern, das ist immer ein gutes Geschäft. Kommt immer gut an.
Ja, was haben wir denn da? Antike Kunst. Ja, was soll ich sagen? Da liegt ein Rembrandt einfach so rum und diesen Rembrandt, den nehmen wir natürlich mit. Wir sind ja sehr sozial. Und mit Kunst kann man natürlich auch noch ein bisschen Geld verdienen. Vielleicht ist irgendwo jemand eingebrochen. In einem Museum hat das Ganze liegen gelassen, weil die Polizei ankam. Und das ist normal, ne? Ich bin ja LKW-Fahrer aus Leidenschaft. Man, hier liegt aber heutzutage eine Menge rum. Vielleicht ist auch ein Umzug schiefgelaufen, man weiß es nicht. Ich muss auf jeden Fall wieder los zur Spedition. Der Karl-Heinz, der wird man sonst nie in den Arsch aufreißen. Aber süßer halt. Er ist hart, aber gerecht. Da kennt er den Unterschied. Worst-Case-Szenario wäre natürlich, wenn ich hier irgendwo in Silent Hill rauskommen würde. Ist ein Kollegen von mir passiert, ne? Ein Kollegen von mir ist das passiert. Der ist in Silent Hill wieder rausgekommen. Der hat davon ganz viel berichtet. Der ist immer noch traumatisiert. Von dem her übernehme ich die Fuhre für ihn. Aber ich möchte einfach mal nicht hoffen, dass ich mal nach Silent Hill gelange. Das wäre auch furchtbar. So, nun, wir fahren jetzt einfach hier zurück. Über diese unebenen Straßen. Ich möchte einfach nur mal nicht hoffen. Ja, ich möchte einfach nur nicht hoffen, dass hier mal ein LKW den Geist aufgibt. Das wäre ja fürchterlich. Aber ich bin ein alter Hase. Mich kann heutzutage nichts mehr überraschen. Achso, dann landet die in der Welt eines anderen Spielers. Ja, ich habe jetzt aber keine Leiter gesehen. Ja, hier scheint ja wirklich ein Umzug passiert zu sein. Boah. Na, so eine Trittleiter vom Obi-Baumorch, ne? Einfach so verloren gegangen. Hab ich noch nie gesehen. So viel Krimskrams. Der Akku. Der Akku lässt langsam nach, ne? Aber ich hoffe mal, dafür wird es noch ausreichen. Ey, Gummi! Ja, schön. Aber muss ich mal beeilen. Tanken, tanken ist das A und O. Ich muss ganz dringend wieder zurück zur Spedition. Ansonsten ist der Monster ja ganz durchschnittlich auf mich. Aber vielleicht wäre ich sogar noch gefeuert, das wollen wir ja nicht. Das da drüben sieht nur ganz nach einer Tankstelle aus. Ist das eine Tankstelle? Sieht mir nicht nach einer Tankstelle aus. Und ich habe auch keine Materialien, um selber eine Tankstelle zu bauen. Das war eine Brücke. Ach Gott, wir haben noch so eine weite Strecke vor uns. Katastrophe. Halt, warte. Wir haben es eigentlich gleich geschafft. Ja, gleich sind wir bei der Spedition wieder zurück. Die Tanke ist so gut wie leer, aber Hauptsache die Frucht kommt an. Ja, so das A und O in diesem Job. Ja, aufladen. Ja, tanken, das ist sehr gut. Ist eine gute Idee. Ja, ich glaube, da vorne ist eine Tankstelle. Schauen wir mal.
Sieht nicht gut aus. Ja, ich glaube, da vorne ist eine Tankstelle. Schauen wir mal nach. Shit fucking. Warte, warte, ich muss das ja. Ich hab's immer noch auf dem Schirm, okay, ist gut. Naja. Beziehungsweise habe ich ja völlig vergessen. Ich habe ja noch hier so ein Schwebeding. Warte mal. Schwebeding, wollen wir das? Unterwäsche, ach Gott. Antike Kunst. Hier, das Lastending, genau. Abladen, so. Und dafür laden wir das Frachtending einfach mal voll. Hier, zack. Na komm, packen wir das noch drauf. Zack. Und zack. Ah, die Knarren will ich am besten behalten, ne? Nicht, dass da irgendwie was passiert. Oh, hier, boah, Kilogramm hat das ja schon, von dem her packen wir das mal drauf. Ich könnte schwören, ich hätte mehr Lastenschwebe gehabt. Ich hatte doch mal zwei Stück gehabt, nicht wahr? Bestätigen. Also, ich hoffe, es funktioniert. Ich hoffe, ich habe noch irgendwie ein paar Kristalle dabei. Befestigen, so. Laufen wir zu Fuß weiter. Na, jetzt ist doch gleich viel leichter. Ich muss schon sagen, schon ein Spiel. So, Home Sweet Home. Wir haben es wieder geschafft. Oh, tut mir leid, ich war gerade ein bisschen zu nah beim Mikrofon. Tut mir leid. Aber wir haben es geschafft. Oh, herrlich. Ja, da kann ziemlich schnell das Motorrad reinfallen. Ja, haben wir ja beim letzten Part bemerkt. Oder vorletzten. Ich glaube, es war vorletzten Part. Waffeneinschränkung aufgehoben.
Das ist für dich. Scan wird gestartet. Bridges ID wird geprüft. So. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Grüße. Anzug wird dekontaminiert. Ja, wir müssen aber trotzdem mal ein kleines Päuschen einlegen, ne? Ey, wir haben eine Menge Kramme. Mach manchmal gerade Like Game, egal. Zack, Like. So, dann wollen wir mal hier. Ich muss ein bisschen was abliefern. Zack. Liefern, genau. Verlorene Fracht habe ich hier. So. Alles hier in dem. Gönn dir. Da freut sich jemand hier, zack. Ja, genau. Komm, überspringen. Großartiger Frachthelfer, wir haben einen neuen Ruf erhalten, ja, sehr gut. Oh, Hallöchen. Du kannst jetzt Kooperationsanfragen stellen, um anderen Spieler an Material für deine Konstruktion zu bitten. Hallöchen. Hat sich doch gelohnt, alles abzuliefern. Sehr gut. Privater Spind, genau. Ich habe ja diverse Materialien hier noch. Moment. Oh, ich habe haufenweise Blutbeutel da gelassen. Keramik, das packen wir hier an den Spind. Schweber? Ne, den behalten wir. Den lasse ich hier. Der ist praktisch. Ja, wir werden gleich mit Hauptmissionen weitermachen. Ich muss erstmal hier. Nur mit kleiner. Schieber lösen, auf den Rücken packen. Ich sagte auf den Rücken packen, so, genau. Erstmal, ganz wichtig, ich weiß, ihr könnt gerne das Video ein paar Minütchen vorspulen. Erstmal wichtig: duschen, pinkeln, beziehungsweise pinkeln, duschen und, genau. Noch Monster Energy reinhauen. Also, wir sind ja schon übelst lange unterwegs. Das darfst du eigentlich gar nicht erzählen, was wir gerade alles erlebt haben. Ey, wenn ich jetzt erzählen würde, was gerade alles passiert ist, ich glaube, man würde mir das nicht glauben. Ah, sehr schön. Guten Morgen, Sam. Blutabnahme abgeschlossen. Danke für deine Großzügigkeit. Natürlich. Aber dieser Traumfinger sieht ja sehr interessant aus. Was ist, Sam? Alles gut? Ach so, weil ich den Schritt gezoomt habe. Nee, nein, nein. Ich wollte einfach nur die Traumfinger ein bisschen begutachten. Ordentlich den Bizeps zeigen. Ja klar, na klar. Ja, du hast ordentlich trainiert, Kumpel. Natürlich. So. Wir stehen natürlich im Pinkeln, wir sind echte Männer, nicht wahr? Wir sind ein echter Kerl und pingeln stehen. So, und das macht ihr jetzt bitte auch. Oh, hoppla. So richtig Kerle, ne? So muss das sein. Egal, ob die Frau sagt, nein, du pingelst im Sitz. Nein, ja, so ordentlich in Stehen gepinkelt. So wie sie es gehört. Oh, jetzt wurden wir ordentlich geduscht, obwohl man eigentlich beides zusammen machen könnte. Man kann ja unter der Dusche pinkeln, so ist ja nicht. Na, mal gucken, vielleicht sitzt er wieder im Sportlersitz da. Weil ich hatte mal eine Katze, weil ich hatte mal so eine Zwischensequenz gehabt, da hat er geduscht und saß dabei im Sportlersitz. So, in den Achseln müsste sich mal wieder rasieren, ne? Aber gut, das ist bestimmt so eine Art Karma, weil in Metal Gear Solid The Phantom Pain konntest du halt noch, ich sag's mal so, dass sie es alle verstehen. Also ich könnte jetzt sagen Quiet, aber dann weiß die Hälfte nicht, wovon ich rede.
Von dem her sage ich einfach mal, das war eine Frau, die hat ein Lederbikini angehabt und eine Strumpfhose. Man konnte ihr beim Duschen zugucken auf der Motherbase. Zwinker, genau, Sam, immer schön zuzwinkern. Obwohl ich schon sagen muss, das geilste Babe ist klar, ist hier Eva. Eva aus Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Die war richtig hot. Oh, die Franzosen aus Peace Walker. Ach so, komm, die Franzosen aus Peace Walker, die war auch ein geiles Schnittchen, ne? Ich muss überlegen. Aber das Gute ist bei Eva, also wenn man mich jetzt fragen würde, Kill Death Mary oder Mary. Nee, warte mal, Kill Love Mary. Kill Love Mary ist das Spiel, glaube ich. Würde ich sagen, eindeutig Eva Mary, weil bei der weiß ich ja aus Metal Gear Solid 4, dass die selbst noch im hohen Alter richtig hot aussieht. So. Was, Sam? Du bist nicht meiner Meinung? Doch, die ist ziemlich hot. Ja, gönn erstmal hier Monster Energy und dann geht's weiter. Jetzt mal ernst, Eva, die war Metal Gear Solid 3, war die schon eine heiße Schnitte und Metal Gear Solid 4. Im hohen Alter, das war immer noch ein hottes Gerät. Kann man nicht anders sagen, ne? So. Wir können ja vorher mal abspeichern. Wäre gar nicht mal so verkehrt. Nicht, dass wir jetzt sterben und dann müssen wir die kompletten Strecken mal von vorn laufen. Das wäre eine Katastrophe. System speichern, natürlich. Speichern abgeschlossen. So, jetzt Hauptmission. Hauptmission, auf geht's. Ich hab Bock drauf. Ich bin on fire. Ich will das hinter mich bringen. Ich will wissen, wie es weitergeht. Wer weiß, vielleicht finden wir auch ein gewisses Bond Bay, beziehungsweise Fragile. Also, Fragile würde ich jetzt nicht von der Bettkante stoßen. Wisst ihr, was ich meine? So, jetzt immer wieder. Terminal aktivieren. Aufträge annehmen. Aufträge für Sam. Hauptmission. Oh Gott. Zeitlimit für Lieferungen 45 Minuten. Lecco Mio. Weniger als 50% Schaden. Das kriege ich nicht hin. Okay. Ja, steck auf mein Motorrad und dann geht das schon. Machen Sie erst den Auftrag da unten, weil der da unten geht auf Zeit. Den machen wir dann erstmal. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen ein Motorrad, beziehungsweise wir werden ja eh gleich gefragt, ob wir auf unsere Garage zugreifen wollen. Genau. Richtig, genau. Oh, warte mal, hier wollen. Ja, wir nehmen das, was uns. Ja, nehme ich das. Fahrzeuge rausholen, genau. Wenn es in der Garage, dann würde ich hier mit rumfahren, genau. Genau, damit fahren wir jetzt durch die Gegend. Ey, wenn mir die anderen Mitspieler das anbieten, dann sage ich nicht nein. Alte Teile. Wofür brauchst du alte Teile? Lade auf Mo. Ja, Lade auf Motorrad. Genau, das ist doch gut. Ein Tablet. Beziehungsweise Tablet. Lade auf Motorrad, das ist ja geil. Kann man sich so einfach aufs Motorrad laden? Geil. Aufbrechen, los. Da ist mein Motorrad, beziehungsweise das von einem anderen Spieler, aber egal. Er kommt. Ja, Zeitlimit hin, Zeitlimit her ist mir gerade. Ach, was Sam, gibt's? du kannst jetzt Verbesserungsanfragen für Konstruktionen einreichen. Ja. Wenn du eine sehr oft benutzt, solltest du auf jeden Fall darüber nachdenken. Gerade wo ich beim Tee trinken bin, hat der zu Ende geredet. Natürlich. So, also, wir müssen dahin. Das. Au, ja, das ist mit dem Zeitlimit, genau. Hoffe ich zumindest. Er kommt. So. Eine angenehme Reise. Vorsicht, er kommt. Sam, Fragile hier. Dein Kunde nennt sich jetzt zwar Schrotthändler. War früher aber Telekommunikationstechniker. Er reparierte alles, von drahtlosen Terminals bis hin zu wichtiger öffentlicher Infrastruktur. Er war ein guter Mann, ein angenehmer Zeitgenosse. Aber nach dem Angriff bei South Not City veränderte er sich. Man kann sie nicht verübeln. Wir haben ihm allen Grund gegeben, uns zu misstrauen.
Nächsten Like, Kumpel. So. Jetzt lassen wir alles liegen. Ich will einfach nur das fortsetzen. Na, beziehungsweise, wollen wir mal Busch, Briefkasten. Aha. Katastrophe. Oh, warte mal. Das mit dem Sternchen, genau. Alter, wie kommen wir da noch rüber? Ich könnte mit ordentlich Anlauf darüber springen, aber es ist mir ein bisschen zu riskant. Ja, irgendwelche Mules sind hier noch in der Gegend. Ja, da kommt Feuer auf, ne? Akku wieder aufgeladen, super. Wir fahren ja einfach durch. Mir sollen die Idioten Ärger machen. Ich ignoriere die einfach. Dachchen. Ich glaube, in den Lager war ich doch schon mal gewesen. Okay, ich ergreife die Flucht. Uah, Scheiße. Das war eine scheiß Idee. Oh Gott. Jetzt habe ich mich irgendwo reingeritten, wo ich nicht mehr rauskomme. Sehr gut. So mag ich das doch. Mules. Jetzt hoffe ich erstmal wieder Spalte entlang fahren, um dann wieder hochzukommen. Als Motorrad will ich jetzt nicht nochmal aufgeben, wie beim letzten Mal. Beim letzten Mal habe ich das Motorrad ja auch aufgegeben, weil es, wie soll ich sagen, es ist halt im Schlamm versunken. Um es vorsichtig zu formulieren. Jetzt fahr endlich weiter, Mensch. Ihre Lieferung wurde angepinnt. Nee, wisst ihr was? Ich glaube, ich werde nochmal von vorne laden. Es nimmt kein Ende. Tut mir leid, ich muss das machen. Laden. Ja. Trinklieferung, alte Schrottteile, Schutzhütte. Manueller Speicherpunkt. Doch, ich glaube, das ist das Richtige, doch. Wir laden mal von vorne, ganz von vorne, ja. Ja, was soll ich denn da bitte machen, wenn ich da einfach so die Spalte runterfahre? Das war auch keine Absicht, ne? Aber wenn diese Mules mir auf die Nerven gehen und ich dann auf einmal nicht mehr hochkomme, was soll ich da bitte machen? Fortsetzen, ich hoffe, ich habe das Richtige geladen. Doch, ich glaube, ich bin richtig, oder? Doch. Komm mal her, da drüben. Ja, ist gut. Wir gehen da hin. Ist gut, Sam. Ach ja. So. Hauptmission. Wir werden... toll. Das bedeutet, ich kann nicht auf die Online-Dinger zugreifen. Das ist doch kacke. Ach, Mann. Heute läuft irgendwie alles schief, kann das sein? Auftrag für Sam. Ja, wir machen auf jeden Fall Hauptmission weiter. Das, wir lassen uns nicht irgendwie... Ach Mensch. Ja, wenn wir schon da in der Nähe sind, können wir auch das andere gleich noch erledigen, klar. Erst das hier, genau. Dann das andere. Aufträge annehmen, jetzt, komm. Die Leute wollen was sehen, die Leute wollen Action sehen, die Leute wollen fette Action... Ach, dasselbe Bike wie vom... Ah, okay, gut, ja. Sehr gut, dass mir der Typen immer noch sein Bike zur Verfügung stellt. Obwohl ich mit seinen ein bisschen was gemacht habe. So ein bisschen in die Klippe runter. Brauche ja nichts zu wissen. So, jetzt aber. Jetzt habe ich ein gutes Gefühl dabei.
Jetzt habe ich ein gutes Gefühl dabei. Komm. Lieferparameter aktualisiert. Zeitlimit festgestellt. Ja, schon gut. Moment, während das Nitro aktiv ist, bla bla bla, lass mich in Ruhe, bitte. Lass mich bitte in Ruhe, ich habe gerade keinen Nerv dafür. So. Da runter. Am besten machen wir es so hier. So machen wir das am besten, hoffe ich zumindest. Zumindest der Spalt, der hat mir vorhin die Tour vermasselt. Da ist der Spalt, warte mal. Machen wir den mal weg. Der zieht sich, der Spalt. Das ist schlecht. Alter, der ist hier gigantisch. Drumherum wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Was machen wir denn am besten? Erstmal hier Route löschen. Wie machen wir das am besten? Ja, der zieht sich. Ich sehe es. Der zieht sich ganz schön, der Spalt. Das ist nicht gut. Wir müssen Folgendes machen. Dann muss ich andersrum fahren. Dann muss ich so hier. Ach nee, da bin ich dann auf dem Berg, oder? Nee, das war doch auf dem... Ich glaube, das war auf dem Berg gewesen. Scheiße. Was soll ich doch nochmal einen extra Umweg fahren? Aber da ist auch wieder ein Spalt im Weg, ach Gott. Heute habe ich es echt nicht leicht, ne? Pass auf, ich versuche irgendwie... Die Richtung und dann dorthin. Ich versuch's einfach mal. Ich fordere einfach mal mein Glück heute heraus. Obwohl es mir heute nicht hold ist. Fragile hier. Dein Kunde nennt sich jetzt zwar Schrotthändler, war früher aber Telekommunikationstechniker. Er reparierte alles. Von drahtlosen Terminals bis hin zu wichtiger öffentlicher Infrastruktur. Eine Brücke. Er war ein guter Mann. Ein angenehmer Zeitgenosse. Aber nach dem Angriff bei South Knot City veränderte er sich. Man kann es ihm nicht verübeln. Wir haben ihm allen Grund gegeben, uns zu misstrauen. So, hier ist schon mal eine Brücke, das ist gut. Später wird natürlich keine Brücke mehr da sein, aber okay. Mensch, warte mal, ich könnte doch eigentlich theoretisch... Mann, jetzt... Hab ich doch mal Ruhe. Ich könnte theoretisch einfach eine Leiter hinbauen. Das dürfte eigentlich auch funktionieren. Beziehungsweise, ich fahre einfach mal hier entlang. Ich muss einfach mal... Das sieht mir sehr verdächtig nach Sprungschanze aus. Wow, war das knapp. Rückwärtsgang. Komm schon, Kumpel. Ich lass dich hier nicht alleine, Bike. Oh, war das knapp. Das war ja sehr abenteuerlich. Ganz ruhig, okay. Alter, es ist jetzt ja Hardcore-Spalten, ey. Alter, wie soll ich das überhaupt schaffen? Nächsten Like, Kumpel. Und es geht auf Zeit. Okay, ich muss mir ganz dringend Gedanken machen, wie ich das am dümmsten schaffe. Genau, schön aufladen, perfekt. Muss ich einen Umweg nehmen, muss ich hier rum machen. Katastrophe. Wir nennen die Folge Spaltenjodler. Klingt gar nicht mal so verkehrt. Spaltenjodler.
Da ist der vierte Spalt, genau. Den umfahren wir einfach. Das versuche ich hier. Keine Sorge, ich habe auf dem Tacho, wo ich hin muss. Hoffentlich finde ich es einfach. Also, Worst Case Szenario wäre natürlich, wenn mir der Safthalle gehen würde. Mann! Mann! Jetzt mach schon! Oh Mann, ich hasse diese Felsen und ich hasse die wie die Pest. Ah! Da bleibt man noch so eklig dabei hängen. Also gut. Okay, ja, warte mal. Das war die Idee von mir gewesen, klar. Aber ich glaube. Ich hoffe mal, da ist da vorne der Spalt. Da ist wieder so ein Spalt, das ist ja kacke. Ganz ruhig, Baby, ganz ruhig. Alter, der Spalt, der zieht sich aber noch ganz schön. Na klar, ich meine, die Engine ist nicht drauf ausgelegt, wenn ich jetzt Nitro mache, dass ich auf einmal rüberkomme, oder? Ich hab's vorhin probiert, ich bin runtergefallen. Obwohl das ja sehr verführerisch aussieht. Das sieht sehr verführerisch aus, das könnte ich ja eventuell schaffen. Oder ich fahre ein bisschen weiter, das sieht auch sehr gut aus. Ja, ich weiß, da liegt mir überall Fracht, aber ich habe keine Zeit. Ich muss das ganz dringend hier abwickeln. Ja, bitte, das ist doch. Das ist ja optimal. Kann ich jetzt einfach so aufsammeln oder muss ich extra für absteigen? Nee, komm, nee, wir machen einfach weiter. Komm, ignorieren. So, wir sind drumherum gefahren. Perfekt. Wir sind der Spaltenjodler. Ich brauche zu schnell Energie, wenn ich das mache. Oh Gott. Wir müssen ein bisschen sparsamer fahren. Nitro einnähern, aber ich habe nicht unendlich. Oh Gott. Auch wieder zurück, aber egal, ich habe gerade keine Zeit dafür. Ach, komm schon. Nur mal die ganze Zeit diese Tipps, obwohl ich gerade keinen Bock auf Kampf habe. Oh, wow. Ich war runter, komm. Das sieht ja alles sehr interessant aus. Bin ich auf einmal auf dem Mars gelandet? Alter, ich bin ja auch gerade auf dem Mars. Mars, gib Gas oder so eine Art. Schrotthändler. Ey, der hat hier eine Menge verlorenes Zeug, sag mal. Ja, packen wir auf den Rücken. Das auch noch. So. Oh, jetzt ist mir das im Weg. Weg da. Ich habe gerade keine Zeit dafür. Hallo, die Post ist da. Liefern, angeforderte Fracht, hier, nimm und stirb. Fracht wird geliefert. Meine Kleine ist lange fort.
Nur wegen dieser Terroristenspinner. Und ihren Freunden beim verdammten Fragile Express. Ganz zu schweigen von den Bridges-Pissern, die unbedingt ins Wespennest stechen mussten. Wie dem auch sei. Zeig mal die Ware. Du bist früh dran. Wie es sein soll. Ist ja schließlich dein Job, was? Ja, das ist wieder ein glücklicher Kunde, muss das auch sein. S-Rang, na bitte, überspringen wir mal. So. Für mich seid ihr Boten alle nicht einen Deut besser als die Terroristen. Na, gerade eben war es noch positiv. Vom Gegenteil überzeugen können. Also nimm dein Cupid und verpiss dich. Also schön. Ich schätze, wenn wir ihn auf unsere Seite bringen wollen, müssen wir herausfinden, was wirklich mit dieser Frau im Hologramm passiert ist. Er glaubt wohl, sie sei beim Angriff ums Leben gekommen. Aber in South North Citys Aufzeichnungen gibt es keine Sterbeurkunde für eine auf ihre Beschreibung passende Frau. Weshalb ich Fragile um Hilfe gebeten habe. Hey Sam. Ich habe auf gut Glück meine alte Kundendatenbank nach unserer mysteriösen Frau durchforstet. Und weißt du was? Es gab einen ziemlich guten Treffer. Gesicht und Stimme passen. Sie lebt noch. Unser Schrotthändler trauert ohne Grund. Ich bezweifle aber, dass er uns das glaubt. Warte kurz. Gerade kam noch ein Auftrag von ihm. Vermutlich versucht er, uns zu testen. Sieh vielleicht mal am Lieferterminal nach, was er möchte. Na, vielleicht sollen wir ihm die Frau wieder besorgen. Wer weiß. Schau mal. Aufträge annehmen. Was hast du denn Schönes für mich? Sammle alle Teile. Gut, allerdings nicht in einer... Okay. Allerdings nicht in einer bestimmten Zeit. Das ist doch schon mal ein Anfang. Ja, passt. Passt schon. Mann, aber hier ist noch eine Menge Zeug, ne? Das ist ja interessant. Was hat er denn da alles? Ist ja alles zerstört, wie es aussieht. Das musste ja eine Herausforderung sein. Mhm. Okay, gut. Machen wir weiter, ne? So, wir haben hier noch eine andere Lieferung, nämlich hier. Also machen wir das mal. Zum Ernst, sieht alles aus, als ob ich auf dem Mars unterwegs wäre. Geil. Bäh. Zum Ernst, diese gibt's normale Autos, sag mal. Das ist ja... Hab ich ja lange nicht mehr gesehen. Tro... Regnet es auch noch. Wir sind auf dem Mars und es regnet. Ja, super. Ja, es ist hier völlig hier. Das ist furchtbar. So. Und da hoch. Er kommt. Er kommt. Ich versuche mich immer ein bisschen hier an der Seite entlang zu schleichen. Wenn ich direkt versuche, das Geröll anzugreifen, ey, dann verliere ich. Was ist denn da? Ein Brot. Frisches Brot sogar. Oh, geil, geil, geil. Lecker Schnittchen. Lecker Schnittchen. Oh, lecker. Hier, komm. Lecker Schnittchen. Schön mit Kräuterquark und mit ein bisschen... Petersilie oben drauf, oh lecker. Oder Schnittlauch, oh lecker. Oder schön. Oh, ich weiß ja auch nicht. Hier mit Rügenwalder, wisst ihr? Rügenwalder Teewurst, oh herrlich.
Grob oder fein? Die mit der Mühle muss es sein. Oh, mir gefällt das Graffiti. Oh, hier. Alter, sieht das geil aus. Das Graffiti, das gefällt mir. Ich bin hier. Mr. Kojima hat mir was aufgetragen. Und ich bin hier unterwegs. Um deine Pornofilme fertig zu drehen. Ich habe extra viel Eier gegessen. Liefern. Genau, angeforderte Fracht. Bitte sehr. Fracht wird geliefert. Was haben wir denn hier? Eine Lieferung? Für mich? Der Zustand ist toll. Ausgezeichnete Arbeit. Ja, bitte, es geht doch. Wenigstens einen, den wir heute zufriedengestellt haben. So. Überspringen, überspringen, überspringen. PDA, PDA, PDA. Ah, das berüchtigte chirale Netzwerk. Yep. Ich probiere es mal aus. Aber nur das Netzwerk. Die OCA sind eine andere Sache. Also, du kannst mich doch anschließen. Na schön, dann mal los. Ziehen wir es durch. Sehr schön. Interessant. Über den OCA-Beitritt mache ich mir später Gedanken. Ich habe hier etwas für dich. Ein kleines Dankeschön. Hier, nimm. Ich bestehe darauf. Moment, ist das die Brille von Kojima? Alter. Nee, warte, das könnte die von Kazuhira Miller könnte das sein. Von Master Miller. Oder? Bis dann, Sam Bridges. Vielen Dank. Gute Arbeit. Oder von neuer Liquid Snake. Das könnte aber auch theoretisch die. Warte mal, hat der vielleicht irgendwelche Missionen für uns? Ja, da schicken wir einen Bot los. Das kann der Bot für uns ausführen. Ja, komm, Bot, mach mal. Setze autonomen Lieferbot ein. Genau. Los, mein Kleiner, marschiere los über das Geröll. Im Laufschritt. Marsch, marsch, marsch. Der singt ein Liedchen bei der Arbeit. Wo gibt's denn sowas? Okay, alles klar. So. Wir speichern mal ab und hoffentlich hat hier irgendjemand was Schönes hingebaut. Nein, sieht nicht so aus. Mal hier, komm. Alles löschen bitte, danke. Hier müssen wir hin für den Auftrag. Okay, gut, dann. Oh, ist ein Kilometer entfernt, sag mal. Aber dürft mir hinbekommen. Speichern wir nochmal ab. Genau. Warte mal. Speichern. Speichern geht nicht, weil. Während du im Fahrzeug störst. Ah. Dann steigen wir ab. Kriegst ein Like von mir, Kumpel. Danke, dass ich dein Motorrad benutzen durfte. Oh, wer hat noch alle Sonnenbrillen getragen im Metal Gear Solid-Universum? Drabin, ey, vielleicht war das die Brille, vielleicht ist es die Brille von Drabin.
ich mir mal angucken. Aber Liquid Snake, ich weiß noch im ersten Teil. Snake, do you like my sunglasses? Der hat wirklich so gesprochen. Aber das schaffen oder ob uns vor der Saft leer geht, das werden wir ja früh genug herausfinden. Wir sind auf jeden Fall auf der richtigen Spur, sehr gut. Aber können wir dann vielleicht nicht vorher noch im HQ vorbeigucken? Nee. Können wir nicht, dann müssen wir über den Spalt. Mist. Das sieht mächtig nach Mars aus, wo ich gerade unterwegs bin. Ich fühle mich gerade wirklich wie auf so einem anderen Planeten. Der Mars Rover hat Probleme. Autsch. It's raining again. Sehr schön. Obwohl, ich kann mich entsinnen, hier gab es noch irgendwo ein Lager von den Murals. Da, von denen könnte ich auch ein Auto klauen. Beziehungsweise, wir wissen ja nicht, wo uns das hinführt. Vielleicht finden wir an diesem Ort, wo wir hin müssen, vielleicht finden wir dort irgendwie noch ein anderes Fahrzeug. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. Waffeneinschränkung aufgerufen. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. Fragile Express ID verifiziert. Im Bereich eines Netzwerkes wird kein Akku verbraucht, aber es wird auch nichts aufgeladen, oder? Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Oder doch? Ey, warte mal, ich glaube, der Akku wird aufgeladen, oder? Doch, der Akku wird aufgeladen, sehr schön. Pass auf, ich habe eine Idee, und zwar... wir werden uns hier noch ein bisschen rumtreiben, beziehungsweise... Ich werde hier noch so lange in diesem Gebiet bleiben, bis mein Akku aufgeladen ist, und dann werden wir im nächsten Part einfach mal dorthin fahren, wo wir gebraucht werden. Oh, warte mal, wenn ich direkt drauf zoome. Ruinen von South North City. Ich bin ja mal gespannt, was uns da erwarten wird. Weil dann würde ich das hier in Ruhe aufladen und wir sehen es dann frisch aufgefüllt im nächsten Part wieder, wenn ich mich dann auf den Weg mache. Ist ja geil. Wusste gar nicht, dass ich, wenn ich in dem Gebiet bin, das dann alles automatisch aufgeladen wird. Interessant. So, meine Lieben, dann würde ich mal hoffen, dass euch das Video ein bisschen gefallen hat. Ich freue mich ja jedes Mal über euer positives Feedback. Das zaubert mir jedes Mal ein Lächeln ins Gesicht. Bis dahin würde ich sagen, passt auf euch auf. Macht's gut, meine Freunde. Ciao.